Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es mitbekommen, in den letzten Wochen sind unglaublich viele neue Produkte in die Drogerie gezogen. Und ich habe hier eine ganze Kiste und wir werden einigen Produkten nochmal eine zweite Chance geben. Wir werden schauen, wie sie untereinander funktionieren. Wir haben das neue Essence-Sortiment, wir haben das neue Catrice-Sortiment, wir haben neue Produkte von BH Cosmetics und Rival Loves Me und wir haben was von Maybelline. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, schicke ich euch ganz viel Liebe und hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Video ein bisschen ablenken kann. Es ist 5.52 Uhr. Ich sage es immer dazu, damit ihr versteht, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber ich kann eigentlich nur morgens drehen. Sobald es nach 12 Uhr ist und zwischen 6 und 12 Uhr sind 6 Stunden. Ja, nee, ich drehe lieber sehr, sehr früh. Ich bin schon wach eine ganze Weile und habe gedacht, wir fangen einfach an. Bevor es losgeht, ich freue mich wie ein kleines Kind. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit RhinoShield. Vielleicht kennt ihr RhinoShield, vielleicht noch nicht. Ich erkläre euch ganz kurz, worum es geht und wie das Ganze zustande gekommen ist. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Mittlerweile haben wir gefühlt alle Smartphones und auch ich. Und ich brauche das natürlich nur aus beruflichen Gründen. Und ich habe mir vor 2 oder 1,5 Jahren beim iPhone 10 eine Hülle gekauft, denn mein kleines dunkles Geheimnis ist, ich liebe es, Technik-YouTuber zu schauen. Joker News, Felix Bar und diese ganzen deutschen Technik-YouTuber. Und die haben mir persönlich natürlich, damals RhinoShield empfohlen. Ich habe die Sachen gekauft, war super zufrieden und habe seitdem die Hüllen regelmäßig benutzt. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass RhinoShield auch auf mich zugekommen ist. Und da habe ich gleich Ja gesagt, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Sache ist. Wir geben 1.500 Euro, 1.600 Euro, viel zu viele Tausende von Euro für unsere Technikgeräte aus, sparen aber meistens bei dem Schutz. Und deswegen habe ich ein cooles Angebot für euch, was ich euch gerne vorstellen möchte. Und das hat mich auch so ein bisschen zu dem Look inspiriert. Denn ich habe eine wunderschöne Handyhülle bekommen. Das ist diese hier. Ich habe das iPhone 12 Pro Max. Und passend dazu habe ich natürlich heute das komplette Thema angepasst. Bei RhinoShield ist es so, ihr könnt euch alles so zusammenstellen, wie ihr wollt. Was ich am schönsten finde, ist das System, dass ihr eure Hüllen natürlich auch eigenständig designen könnt. Es gibt beispielsweise dieses Modell hier. Da habt ihr einmal diesen Bumper, den könnt ihr in vielen verschiedenen Farben aussuchen. Und ihr könnt euch dann diese Backplatten aussuchen. Das heißt, ihr müsst nicht immer die komplette Hülle austauschen, sondern einfach nur diese Backplatten. Die könnt ihr dann da reinmachen und habt dann eine schöne Hülle. Ich habe sogar hier eine kleine Gravur reinbekommen. Und die sieht super hochwertig aus. Und das Schöne bei den RhinoShield-Hüllen ist, die halten und die schützen. Ich bin die Person, die mindestens zweimal am Tag das Telefon fallen lässt. Auf dem Klo. Überall. Und ich habe nicht eine Macke drin. Und sie schützen eure Handys aus einem Sturz von 3,50 Meter. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich bewege mich meistens auf dem Boden. Aber selbst da kann es ganz schnell passieren, dass das Handy kaputt geht. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich die euch vorstellen kann. Ich habe einen Rabattcode von RhinoShield bekommen, mit dem ihr ein bisschen was sparen könnt. Ich setze euch den Link einmal unten hin. Wenn ihr darauf klickt, ist der Code schon mit in diesem Link eingebaut worden. Falls er das nicht sein sollte oder falls ihr nicht über diesen Link kauft, gibt es den Code maxim 15. Damit könnt ihr 15% sparen. Gilt 2 Wochen. Und ich empfehle euch tatsächlich auch dieses Modell hier, dass ihr einfach das zusammenstellen könnt. Schaut euch bitte diese schöne Marmorierung an. Mein persönlicher Favorit, der praxisnah ist, ist aber die AirPod Case. Und die haben sie mir auch personalisiert mit Maxim. Das Problem bei AirPods ist, sie sehen alle gleich aus. Und wenn Danny und ich nach Hause kommen und unsere AirPods auf den Tresen legen, ist ein bisschen doof. Deswegen könnt ihr euch das Ganze personalisieren lassen. Ihr könnt euch das an die Tasche, an die Hose, in die Tasche festmachen, dass ihr sie auch nicht verliert. Und ihr könnt dann einfach die AirPods rausnehmen. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Selbstverständlich gibt es auch verschiedene Hüllenmodelle für verschiedene Telefone. Also sollte für euch was dabei sein. Ihr seht, mein Gesicht ist da, mehr oder weniger. Und wir tragen als erstes dieses Schätzchen hier auf. Das ist von Catrice. Das Sensitive Moisturizing Serum mit 2% Pre- und Probiotic-Komplex. Das ist so ein bisschen wie eine Milch. Ich habe sie schon so ein bisschen aufgetragen, als mein Gesicht vom Reinigen so ein bisschen trocken war. Das Ganze zieht super schnell ein, hinterlässt einen leichten Glow. Es zieht sehr schnell ein. Das ist sehr, sehr schön. Die Haut fühlt sich so ein bisschen gepflegt an. Deswegen können wir direkt weitermachen. Es ist, wie gesagt, schon eingezogen. Also super, super gut. Es spart auf jeden Fall Zeit. Und wir benutzen hier aus der Clean ID-Reihe das Prime and Fix Spray, das vegan ist. Kein Alkohol, keine PEGs, kein Mikroplastik, ja nichts drin. Außer wahrscheinlich Wasser und Wasser, Glycerin, Rosenwasser, Sodium, Panthenol. Und das hinterlässt nochmal direkt einen weiteren Glow auf der Haut und bereitet so ein bisschen die Haut für die Foundation vor.
Und da konnte ich mich nicht entscheiden. Es gibt ja wirklich im Moment ganz, 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 ganz viele Foundations in der Drogerie. Ganz neu ist auch jetzt hier die Maybelline Superstay Foundation. Oh nein, ich wollte noch einen anderen Primer benutzen. Ich glaube, der ist nicht neu. Das ist das Face Studio in Prime. Ich glaube, der ist nicht neu. Den probieren wir ein andermal aus. Die Maybelline Foundation ist neu. Die Essence Stay All Day 16 Stunden Foundation ist neu. Und die Clean ID Foundation von Catrice ist neu. Ihr wisst, was jetzt passiert, Freunde. Es kommt alles zusammen ins Gesicht. Ich habe hier wieder meine zauberhafte Mischplatte und gebe mir von jeder Foundation ein. Und ich habe wieder meinen zauberhaften Pinsel. Wir mischen das Ganze einmal hier auf der Mischplatte und haben eine richtig schöne. Oh, wait. Also das Ding bei den Foundations ist, ich verlinke euch die Videos einzeln einmal hier in dem i. Die Catrice Foundation ist sehr, sehr glowy und ist eher so eine Foto-Foundation. Also die man nicht unbedingt setten sollte oder nicht unbedingt setten muss. Und dann hat man diese, wenn ihr euch bei Letizia oder bei Shari beispielsweise auf Instagram mal die Fotos anschaut, ja, dann seht ihr ja diese Hauttextur. Das ist ja was ganz anderes als das, was wir meistens schminken. Das ist Fotografie-Make-up. Und das ist schon vom Aufbau her so ein bisschen anders. Das setzt sich einfach auf die Haut ebenmäßiger und natürlicher. Das tut diese Clean ID Foundation. Die Superstay und die Essence Foundation sind eher Alltagsfoundations, finde ich, die man wirklich auch super gut mit Puder setten kann und die dann auch den ganzen Tag halten. Ihr seht schon, ich habe eine sehr, sehr schöne Deckkraft, sehr gleichmäßig, wenn ich jetzt gleich mit dem Schwamm einarbeite und so einen leichten, natürlichen Glow. Durch die Mischung habe ich die Langlebigkeit der Superstay, die glowigen Effekte von Catrice und was hat Essence? Ja, Essence ist halt auch mit dabei, ne? Und ich würde gerne tagtäglich so aufwachen. Schon so halbwegs fertig. Muss ja noch nicht Contouring und so mit dabei gewesen sein, aber so dieses weich gezeichnet. I love it. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, Freunde, bezüglich von Make-up, was wär's? Alright, schaut euch die Base einmal an. Super schön, super prall, super, ja, ebenmäßig. Ich wollte jetzt hier mal was probieren mit euch. Und zwar gibt es von Essence den Glow Go Instant Highlighter mit Dewy Finish. Wir setzen uns jetzt den unter die Augen und schauen mal, ob wir damit den Concealer, den wir gleich benutzen, so ein bisschen glowiger kriegen. Das ist eigentlich wie ein Highlighter, der hat aber nicht so eine immense Deckkraft und erinnert mich so ein bisschen an das Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Finish Produkt. Vom Effekt her. Wenn ich das verblende, dann kommt da auf jeden Fall schon so ein bisschen Glow mit durch. Unter den Augen bei mir bringt natürlich Glow jetzt nicht so viel, aber ihr wisst, was ich meine. Dadurch reflektiert das Licht unter euren Augen einfach nochmal ganz besonders anders. Tiefe Stellen, so wie hier, ich habe ja auch diese Tränenrinnen-Dip-Einbuchtung hier. Das reflektiert ein bisschen gleichmäßiger. Deswegen nehmen wir jetzt einen Concealer. Ich habe jetzt keinen, den ich benutzen kann. Ich muss unbedingt Nachschub kaufen von meinen Drogerie-Concealern, die ich ja hier beispielsweise schon beiseite gelegt habe für ein potenzielles Empties-Video. Ihr wisst nicht, wie sehr mich dieses Empties-Video stresst, ne? So ein Aufgebraucht-Video. Ich kann nichts rumliegen lassen. Ich kann nichts rumliegen lassen. Und mischen jetzt dadurch so ein bisschen den Highlighter mit dem Concealer. Das könnt ihr machen, wenn euch euer Concealer vielleicht ein bisschen zu matt ist, ihr aber die Deckkraft schön findet. Ich glaube, ihr seht so ein bisschen, was ich meinte, ne? Der Concealer sieht einfach viel, viel leuchtender aus und viel, viel frischer. Wir setten das Ganze mit dem neuen Puder von Rival Loves Me. Das ist aus der Take Care of Yourself Limited Edition. Hat drei verschiedene, vier, warum sage ich immer drei? Vier verschiedene Farben. Und es hätte damit direkt das Gesicht. Das geht super, super einfach. Und durch diese vielen verschiedenen Farben, die ihr hier drin habt, wird das Licht auch wieder gleichmäßig zurückreflektiert. Vielleicht sollte ich nochmal nebenbei Physik studieren, um euch das Ganze gut erklären zu können. Denn Licht reflektiert, Teile werden absorbiert, Teile werden resorbiert. Und durch diese verschiedenen Farben werden unterschiedliche Farben absorbiert und resorbiert. Und das sorgt dafür, dass ihr ein gleichmäßigeres Finish im Gesicht habt, was ebenmäßiger aussieht. Und die Farbe ist so ein bisschen einheitlicher, nicht so durcheinander. Ich nehme einen großen, fluffigen Pinsel, gehe hier so ein bisschen rein und setze damit erstmal grob mein Gesicht. Es gibt auch ein neues Puder. Das ist aus der Essence Skin Lover Reihe. Könnten wir eigentlich mal ein bisschen mit drüber gehen. Kommt, ihr wisst, mehr ist mehr. Ich trage einmal ganz schnell ein bisschen Bronzer und Contouring auf und dann geht es weiter. Sieht gleich ein bisschen besser aus, ne? Dann ist das Pfannkuchengesicht. Ne, was gab es gestern Abend? Oh, gestern Abend gab es Pommes. Oh, Freunde, ne? Pommes und ich. Liebe Pommes. Oh nein, bitte. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, Gott sei Dank.
Ich wollte nämlich ein bisschen Blush mit euch auftragen und das ist der Cheek Lover. Einer meiner neuen absoluten Favorite Blushes von Catrice. Der ist Oil-Infused und hat einen leichten güldenen Glow mit drin und den stempel ich mir hier einfach oben rüber. BH Cosmetics hat auch neue Blushes in so einer Palette, aber ich weiß nicht, der ist so. Ich liebe gebackene Produkte über alles und das sieht so weich aus und in Kombination mit diesem Bronzer habt ihr einfach diesen sommerlichen, frischen Effekt. Und ihr wisst es, auf der Nase. Für meine Augenbrauen habe ich drei verschiedene, beziehungsweise zwei verschiedene Produkte. Den einen hatte ich mit euch noch nicht benutzt. Das ist der Fill and Fix Waxy Brow Pen in Waterproof. Ich habe den jetzt hier in der Farbe Dark Brown und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier, der hat so eine Tränenform und damit könnt ihr euch hier so Haare reinmalen. Und so ein bisschen auffüllen. Ich habe ja schon meinen Brow Freeze benutzt. Das ist auch mittlerweile. Ich benutze fast nur noch das Brow Freeze von Anastasia, Freunde, weil das so natürlich ist und bei mir ausreicht. Ich mache mir noch so. Das ist a lot of bushy brow today. Der ist wasserfest, der hält den ganzen Tag vermutlich. Ich gehe jetzt hier nochmal durch, bürste noch einmal durch und biege so ein bisschen die Haare nach oben. Und ihr habt diesen Full-On. Ich liebe die Brauen von Mrs. Bella. Also Bella, I love your brows. Sind sehr, sehr voll, sehr fluffig, aber trotzdem definiert nach oben. Und das ist so ein bisschen das, was ich im Moment mag. Ihr seht es hier. Fluffige Haare. Dass man sieht, dass da Haare sind und nicht so eine aufgemalte kleine Rallye-Strecke. Für meine Augen benutze ich eine neue Palette von BH Cosmetics. Das ist die Aquamarine-Palette für den März. BH Cosmetics bringt ja aktuell jeden Monat eine neue Lidschattenpalette raus. Ich habe euch versprochen, dass wir sie benutzen und das tun wir auch. Mit dem Code MAXIM10 könnt ihr 10% sparen. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox. Gilt auf alles, auch Sale bei BH Cosmetics. So, schaut euch nochmal die Base von Namen an. Augenbrauen sind. Also, ich persönlich mag das. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht so. Ich liebe das. Base ist super schön. Hier schaut mal Blush und Bronzer zusammen. Wir starten mit einem fluffigen Pinsel und gehen in die Farbe Secretive. Das ist ein richtig schönes Braun. Und das setzen wir uns direkt in unsere Lidfalte. Das ist eine super gute Contouring-Farbe, auch wenn ihr ein bisschen dunkler seid. Und auch das hier, die Farbe Aquamarine, ist wie ein Highlighter, finde ich. Ja, man muss die Farbe so ein bisschen eher aufbauen und ist auch nicht ganz so ebenmäßig. Okay, wir gehen jetzt mal ins Rot rein hier. Aha, okay. Here she goes. Oh, okay. Das ist eher so ein Rotbraun auf dem Auge, auch in Kombination jetzt mit der Farbe von eben. Aber die lässt sich super schön ausblenden. Big Heart heißt die Farbe, ist so ein richtig schönes Blood Red. Ich nehme mir einen sauberen Pinsel und gehe jetzt wirklich nur hier oben lang und blende die Kante einfach ganz weich aus, weil beide Farben jetzt. Vielleicht lag es aber auch an dem Puder, was ich benutzt habe. Das kann ich euch jetzt nicht so sagen, weil swatchen lassen haben sie sich eigentlich ganz gut. Ich finde es ein bisschen fleckig heute. Das sollte passen, besser wird es nicht. Ich gehe jetzt mit einem flachen synthetischen Pinsel in die Farbe Aquamarine rein und ziehe mir damit eine Cut Crease. Sieht super intensiv aus und ist auch super intensiv. Ihr könnt so ein bisschen Daydreamer mit reinmischen, dann habt ihr. Die Deckkraft, also das ist ja so ein Highlighter, ne? Das ist ja nur Schimmer. Wie krass das aussieht. Okay, das ist eine coole Kombi. Ist mal was ganz anderes. Blau und Rot in einem Look kombiniert. I stan. Außen gehe ich wieder so ein bisschen ins Rot rein und verblende das Rot ins Blau. Das ist immer so ein bisschen tricky, aber ihr seht, es geht schon, ne? Hat dann so ein bisschen was von Regenbogenfisch. Die krasseste Farbe ist aber die Farbe Jet Setter, Freunde. Das ist so ein Glitter-Topper und schaut euch das bitte an. Iconic. Ich habe es überall in den Wimpern. Ich gehe einfach unten ganz kurz nochmal ein bisschen mit dem Rot unten lang. Als Mascara benutzen wir die neue Lift Up Mascara von Catrice. Das Bürstchen ist krass, ne? Das ist größer als mein Kontostand. Oh, die Vibes. Oh, die Vibes. Hier blau und rot. Als hätte ich es geahnt. Die ist ähnlich vom Effekt her wie die neue Magnet Mascara von Benefit, finde ich. Also macht nicht so einzelne Wimpern, sondern sehr, sehr pralle Wimpern. Und auf die Lippen geben wir noch eine leichte Farbe von Catrice. Das ist die Powerful 5 Lip Care Pflege. Die ist eher wie so eine Pflege, hat aber einen ganz leichten Hauch Farbe drin. Und damit es nicht ganz so verrückt aussieht, Freunde, alle Liner. Und das ist einmal der Look, den ich mit den neuen Drogerieprodukten geschminkt habe. Ich bin gespannt, wie er euch gefällt. Was sagt ihr dazu? Ich liebe diesen
Glitzereffekt von der Aquamarine Palette. Also allein dafür würde ich sie schon kaufen. Auch der Highlighter ist super cool. Den würde ich mir jetzt aber persönlich nicht ins Gesicht geben, sondern so wie ich es gemacht habe, einfach als Lidschatten benutzen. Ansonsten sind die Produkte, ihr kennt sie ja schon, super cool, funktionieren auch in Kombination. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schaut bitte unbedingt einmal bei RhinoShield vorbei. Ich setze euch den Code einmal unten in die Infobox oder in den Link, da könnt ihr ein bisschen was sparen. Ihr schützt damit nicht nur euer Handy, sondern auch eure AirPods, eure Uhren. Es gibt alles. Es gibt sogar Aufsätze für die Kamera, damit ihr krassere Fotos machen könnt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei RhinoShield und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.